und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wow, wie oft habe ich gesagt, ich will wieder mit YouTube anfangen, aber habe es nie getan. Ein bisschen oft. Bevor wir anfangen, I'm sorry für den Background, ich bin ein sehr unordentlicher Mensch. Also meine Mutter sagt immer, kreative Menschen sind unordentlich. Kommen wir direkt zum Video, und zwar werde ich mir heute ein altes, sehr altes Video von mir angucken, wo ich Fragen beantwortet habe. Das Video nennt sich Ask AD. Auf jeden Fall werde ich mir die Fragen erstmal anhören, sie beantworten jetzt und dann gucken wir uns das weitere Video an. I don't know, ich habe das Video so lange nicht gesehen. Ich habe mir hin und wieder immer mal meine ganzen Videos angeguckt, aber ja, ich weiß nicht mehr, was auf mich zukommt. Daher fangen wir direkt an. Ich muss jetzt erstmal meine AirPods mit meinem Laptop verbinden. Interessiert keinen. Ich erinnere mich gerade selber an so ein 2015 Girl mit diesen Braids hier. Wow. Das Video startet in 3, 2... Oh mein Gott, das ist so die typische Bibi-Musik. Hallo Leute da draußen und willkommen zu meinem zweiten Ask Adi. Ihr habt mir Fragen auf Instagram gestellt. Wie? Lol, also ich glaube, das Video ist am 28.06.2015 rausgekommen. Das heißt, ich war da 13. Ich werde in ein paar Wochen 19. Hi! Wie alt ist dein Haustier? Mein Haustier ist 2 Jahre alt. Mein Haustier wird im Oktober 9. Nein, 8. Wie bist du zu YouTube gekommen? Wie bin ich zu YouTube gekommen? I don't know. Ich habe YouTube geschaut. Ich habe schon immer so Videos gedreht, wie ich so crazy Dinge mache. Und dann habe ich YouTube entdeckt, wurde selbst zum YouTube-Suchti. Und irgendwann mal dachte ich, hey, warum machst du es nicht auch? Und ja, was ist dein größter Traum? Ich habe im Moment überhaupt gar keine Träume, ich bin gerade wunschlos, glücklich. Ja. Wen magst du von den ganzen Stars am meisten? Diese Frage ist mir definitiv zu lame. Spontan ist jetzt hier auch ein Gast. Das ist die Romina. Lol. Ich hab die Grüße gehen raus. Ja. Wirst du in der Schule angesprochen wegen YouTube? Ja, ich werde angesprochen, manchmal positiv, manchmal negativ, aber das geht mir. Also die negativen Sachen geht mir am Popo vorbei, wisst ihr das? Ja, aber auch teils sehr positiv, ne? Mein Adidas. Nein, es war nie positiv. Oh. Hast du einen Freund? Nein, lieber nein. Habe ich einen Freund? Nein. Bist du verliebt? Ja, ich bin verliebt. Nein, ich bin nicht verliebt. Da war ich verliebt, Bruder. Das war keine Liebe. Was ist dein Lieblingsmusiker im Moment? Ariana Grande. She's bae. Warum bist du so hübsch? Weiß ich nicht. Du bist hübsch, weil du bist nicht nur äußerlich hübsch, sondern du bist auch innerlich hübsch, weil du einen ganz tollen Charakter hast. Und weil du hübsch bist. Cringe. Vielleicht weil deine Mutter und dein Vater auch hübsch sind. Ich kenne deine Eltern nicht, aber das ist nicht dein Spaß. Roast gegen meine Eltern. Nice. Was machst du so in der Freizeit? Ich treffe mich mit Freunden, fahre Rollerskate und Hauptsache, du hast welche an. Ja, und ich bin damals wirklich so viel Inliner gefahren und ich habe mir letztens erst mal geholt und die stehen da vorne. Aber ich habe sie nicht an. Verschiedene Sachen. Ich abgammeln mit Freunden. Ja. Was würdest du machen, wenn dir jemand für 100.000 Euro deinen Kanal anbietet? Verkaufen, sofort. Möchtest du alle Daten? Ich geb ihn dir auch so. Anbietet. Oha. Ich würde, ehrlich, ich würde ihn verkaufen, aber ich würde einen neuen machen, weil ich weiß, treue Fans hier, nein Spaß. ich denke schon, dass die wiederkommen würden. Ich glaube, die würden alle den Kanal deabonnieren und dann mich wieder abonnieren. Hoffe ich mal, ja. Ne? Wann hast du Geburtstag? In 28 Tagen! Also am 23. Juli. Denn heute haben wir den 25. Juli. Heute haben wir den 3. Juli.
In 20 Tagen werde ich 19. Was ist dein Lieblingslied momentan? Im Rap-Bereich von, da ist er, von Casey Rebel, Fata Morgana. Ey, da hört die 13-Jährige schon Casey Rebel, ja moin! Wow! Okay, guter Einstieg wieder in die YouTube-Welt, würde ich sagen, oder? Ich bin echt traurig gerade, dass irgendwie keine coolen Fragen kamen, nur so Wackshit. Aber was erwartet man von einer 13-Jährigen? Wahrscheinlich kommt hier irgendeine Kacke. Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele andere Videos, auf die man reagieren kann, wo wir uns alle einschlapplachen können, weil es echt hart cringe ist. Lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. I'm sorry for cringing, but yes, I don't know. Bye.